Begrüße euch zu einem neuen Video. Lehren aus den Kampfkünsten, Teil 4 müsste es sein. Ja, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Es sind schon so viele Videos auf YouTube geworden, so an die 250 schon. Da blicke ich nicht immer mehr durch. Nun, Lehren aus den Kampfkünsten. Sei ohne Form. Die meisten Menschen pressen sich oder lassen sich in eine Form pressen, in eine Schublade vielleicht pressen. Und das kann nicht wirklich so gut sein. Das kann man mit Plätzchen machen, da kann man formen. Aber man sieht, wenn man die gleiche Form benutzt, dann schauen die Plätzchen gleich aus. Bei den Plätzchen mag es egal sein, beim Menschen ist es nicht gut. Jeder Mensch ist ein Individuum und das soll auch so sein. Auch die Fähigkeiten werden dann so eingeschätzt, das Können wird so eingeschätzt, aber das ist niemals gut. Im Zen gibt es so coole Geschichten mit Katzen, die so die Zen-Weisheiten gut darstellen können. Und da gibt es so einen Schwertmeister. Schwertmeister sind sowieso coole Leute. Und dieser Schwertmeister wurde geplagt von einer Ratte. In seinem Haus war eine Ratte und die machte, was sie wollte. Sie klaute den Käse, sie klaute andere Dinge, sie machte Blödsinn, sie ärgerte den Schwertmeister, biss den Schwertmeister. Und ja, selbst die Katze des Schwertmeisters konnte diese Ratte nicht bändigen. Da war der Schwertmeister ziemlich genervt und ist dann mal zu einem Nachbarn gegangen und hat gesagt, ey, ich habe da so eine Ratte, kannst du mir mal deine Katze borgen? Da sagt er, ja, ich habe hier eine Katze, die ist ultra stark, die hat ganz viel Kraft. Ja, sagt der Schwertmeister, oh ja, das ist bestimmt gut. Die Ratte ist ja so klein und wenn die Katze die Ratte packt, dann ist sie hinüber. Gesagt, getan, der Schwertmeister hat die starke Katze mitgenommen und die Ratte hat sich totgelacht, denn die Ratte war viel schneller. Immer wenn die kräftige Katze zupacken wollte, war die Ratte schon fort. Und der Schwertmeister war wieder völlig genervt. Denkt, was mache ich da? Die Ratte ist immer weg. Und die Katze war doch so stark, aber sie konnte sie nicht packen. Die ist so geschwind. Dann sagt er, der eine Nachbar hat eine starke Katze, aber da gibt es noch einen. Der hat auch eine Katze und die ist super schnell. Na, der wird die Katze, die Ratte bestimmt fangen. Und dann geht er zu seinem Nachbarn, sagt, oh, ich habe da so eine Ratte, kannst du mir mal deine schnelle Katze leihen, damit die Ratte gefasst wird. Ja, so hat er die schnelle Katze mitgenommen, hat sie in sein Haus getan. Aber die Ratte war zu schlau. Die hat sich so gut versteckt. Und sobald die Katze ankam, war die Ratte auch schon wieder weg, weil sie ja auch schnell war, aber besonders halt klug war. Und dann denkst du, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn? Die Ratte, die raubt mir noch den letzten Nerv. Und dann erinnert er sich, der hatte von einem so weisen Meditationsmeister gehört. Er denkt, na, da gehe ich mal hin und frage den mal, was ich da mit dieser Ratte machen soll.
Der hat bestimmt eine Idee. Wenn schon die schnelle und die starke Katze den nicht packen, die Ratte packen konnten. Ja, vielleicht hat der einen Rat. Da geht er hin zu diesem Meister und der sagt, naja, setz dich erstmal, trink mal einen Tee zusammen. Und dann schildert der Schwertmeister das Problem mit der Ratte. Und da sagt der Meister, ja, ich habe da so auch eine Katze. Die kann dir vielleicht helfen. Nimm sie einfach mal mit und schau einfach. Mehr wie nicht fangen kann sie die Ratte nicht. Naja, das war eine Katze, die war ziemlich schläfrig und hat so hingedöst. Und wenn sie sich bewegt hat, dann war sie auch nur so ganz träge, chillig. Und der Schwertmeister gedacht, boah, der Meister, naja, der wird schon was wissen, aber irgendwie die Katze ist doch viel, weiß nicht, zu langsam. Naja, gut. Er hat sie mal mitgenommen, es ist ihm nichts übrig geblieben. Hat die Katze, ja, die musste er noch tragen, hat sie dann in die Wohnung gelassen. Und was macht diese Superkatze? Die legt sie erstmal hin und schläft. Und die Ratte guckt aus ihrem Löchle raus und denkt, was ist das für eine Katze? Die bewegt sich ja gar nicht. Was macht die da? Nun ist sie ein bisschen aus ihrem Löchlein rausgekommen, die Ratte. Ah, die Katze hat nichts gemacht, die hat weiter gedöst, geschlafen. Und die Ratte hat sich so allmählich immer ein bisschen weiter rausgetraut. Geschaut, dann hat sie so Grimassen noch gemacht. Oh, die Katze döst vor sich hin, bewegt sich keinen Mikrometer. Und dann ist die Ratte immer näher an diese Katze gekommen. Und urplötzlich ging es wapp. Und die Katze hat die Ratte gepackt. Ja, der Schwertmeister war voll begeistert und brachte dann dem Meister wieder die Katze zurück, sagte, oh, das war super. Danke dir. Und Schwertmeister ist dann wieder nach Hause und diese Tat der ja, chilligen, trägen Katze hat sich dann irgendwann rumgesprochen. Und dann wurde diese Katze zu einem Treffen der Katzen eingeladen. Und dann wollten natürlich alle Katzen wissen, wie hast du das gemacht? Du bist doch gar nicht schnell, du bist nicht stark, du bist einfach nur ja, eine Katze, so träge wie du bist. Dich interessiert ja auch irgendwie gar nichts. Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Zuerst sprach aber die starke Katze. Sie sagte, oh, ich war stark, ich bin immer noch so stark, aber die Ratte war so schlau. Und hat mich doch überlistet. Ich konnte meine Stärke gar nicht anwenden. Die schnelle Katze sprach, ja, bei mir war es auch so. Ich war halt super schnell. Die Maus, die hätte mir gar nicht entkommen können. Aber die war super schlau. Alte Katze, träge Katze, chillige Katze. Was hast du gemacht? Was ist das Zen-Geheimnis, das was man tun sollte, um Ratten zu fangen. Dann sagt die alte Katze, du warst stark und du hast dich so auf deine Stärke konzentriert. Du konntest die Katze gar nicht, die Ratte gar nicht fangen, weil du so in deiner Stärke verhaftet warst. Und die Ratte war viel schlauer und schneller. Und du, schnelle Katze, du warst so verhaftet in deiner Schnelligkeit und hast übersehen, dass die Ratte klug war. Ihr habt euch alle auf Fähigkeiten konzentriert, die in eurem Kopf vorhanden waren.
dann konntet ihr die gar nicht packen, weil ihr so voll wart mit euren Sichtweisen, mit eurem Können, dass euch die Ratte immer überlistet hat. Ja, aber was ist jetzt dein Geheimnis? Was hast du gemacht? Und sagt die alte Katze, ich habe nichts gemacht. Ich bin eine Katze. Und Katze ist nun mal dazu da, Ratten, Mäuse zu fangen. Das ist mein Wesen, das ist meine Natur. Und wenn ich mich so vollgestopft hätte mit Schnelligkeit, mit Kraft und Stärke, dann hätte ich auch diese Ratte nicht gefangen. Und so war ich einfach nur da und zur richtigen Zeit kam dann aus dem Inneren heraus der Impuls, diese Ratte zu fangen. Das ist alles. Und so ist es, wenn man seinen Geist lehrt, sprich das Denken zur Ruhe bringt, seine Wünsche, Erwartungen zur Ruhe bringt, dass dann aus dem Inneren genau die richtige Handlung erfolgt. Ohne vorgefasst von Meinungen, Sichtweisen, Denkweisen, sondern einfach das, was im Moment richtig ist. Und wir haben alle ein inneres Wesen, wir haben eine innere Natur und statt dieser Natur zu folgen, stopft man sich voll mit irgendwelchem Können, Wünschen, Erwartungen. Und je mehr das wird, desto mehr driftet man von seiner wahren Natur weg. Die wahre Natur ist zum Beispiel zu leben. Und je mehr man denkt, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich wissen, das muss ich können, desto weniger ist man in der Natur des Lebens. Und jeder hat seine Aufgaben im Leben, jeder Mensch hat seine Themen zu lösen und statt sich mit diesen Dingen zu beschäftigen oder eben nicht zu beschäftigen, mit den anderen Dingen, geht man immer einen Weg aus dem Ich heraus, aus dem Denken heraus, aus dem Erlernten heraus. Und nicht tut man das, was man tun sollte, gemäß seinem Lebensplan. Und wenn man dann gewisse Dinge erwartet, sich wünscht und das irgendwie nicht klappt und nicht erfolgreich ist und der Chef einen nicht mag und ich immer noch nicht Weltmeister bin, dann jagt man den Dingen noch mehr vielleicht hinterher und entfernt sich dann immer mehr von seinem eigentlichen Wesen. Und dann verlernt man es, das Richtige zu tun, was für die Seele glücklich ist. Man kann nicht mehr fühlen, weil man so vorgefertigt ist in seinem Denkkonstrukt. Und dann wird man eben unglücklich, weil man eben laufend Dinge tut und sie auf gewisse Dinge so wie verlässt oder einspielt und man da nicht so adäquat eben handelt, wenn gewisse Situationen da sind. Und je mehr man es lernt, seinen Geist zu lehren, desto mehr kommt man eben zu sich selbst. Und vielleicht auch zu den Dingen, die man im Leben tun sollte. Ohne Erwartungen. Denn das Ego, das Ich, ist immer begrenzt. Es ist nun mal so. Das Ich ist immer begrenzt. Und wie will das Ich wissen, was ich im Leben wirklich zu tun habe?
nicht Erfolg, Geld, Reichtum, Macht ist wichtig, sondern es werden dann urplötzlich ganz andere Dinge wichtig. Und je mehr man eben seinen Geist lehrt, gemäß dem Motto weniger ist mehr, desto mehr kommen intuitiv die richtigen Dinge ins Leben. Man tut die richtigen Dinge aus dem inneren Wesen heraus. Ebenso, dass man lernen kann. Immer so der Vergleich zum Kind, das versucht zu laufen. Das liest nicht erst ein Handbuch, wie gehe ich mit 1,5 Jahren zu Fuß, welche Abläufe der Muskeln muss ich einhalten, dass ich gehen kann. Nein, es denkt nicht, es macht nur. Es handelt nur gemäß seinem inneren Plan. In der Regel folgt das kleine Kind seinem Plan, nämlich laufen zu lernen, gehen zu lernen. Das ist der Plan. Und da braucht es kein Handbuch, da braucht es keine Eltern, normalerweise, sondern es braucht nur das Tun. Und die Natur hat schon alles angelegt, das, was ich tun soll. Das, was mein Lebensweg ist. Wenn ich ein Mensch bin, lernt man in der Regel auf 2 Füßen zu laufen, seine Glieder zu bewegen. Und da braucht es für Kinder kein Handbuch, keine Meinung, ich muss jetzt besonders stabil gehen und dies und das. Nein, also man geht, wie man geht. Außer es gibt natürlich dann medizinische Probleme, das ist wieder was anderes. Aber das eine Kind geht so, das andere Kind geht so. Der eine Erwachsene geht langsam, der andere geht schnell. Das ist das Wesen. Und das ist jedem sein eigenes Wesen. Und je weniger also denkt, je ruhiger der Geist ist, desto klarer kommt der Lebensweg in den Sinn. Und je mehr man denkt, ich muss dies können, das wissen, wenn der und der kommt, muss ich so und so sein, desto mehr verplant man sozusagen sein Leben und lebt eben nicht mehr. Es ist im Grunde ganz einfach, nur wir haben verlernt, nichts mehr zu denken, sondern zu tun. Beziehungsweise natürlich das Denken dann anzuwenden, wenn man es braucht. Aber wir denken halt alle viel zu oberflächlich sowieso, aber erstmal viel zu viel und viel zu einseitig. Nicht, sag mal, universell oder ganzheitlich. Und dann ist man immer so bruchstückhaft im Leben unterwegs und versucht das Leben zu steuern, zu lenken. Und wenn Gott nicht will, dass man dahin geht, dann kommt man da auch nicht an. Dann bricht immer was im Leben zusammen. Das macht man schon so, automatisch, oder es macht jemand für uns. Und dann wundert man sich immer, warum klappt es nicht, warum funktioniert es nicht, warum kann ich die Ratte nicht packen, die ist zu schnell, also muss ich noch schneller werden. Die Ratte ist zu stark, dann muss ich noch stärker werden. Ja, aber der Vorteil der Ratte ist, ich sage, naja, wenn der andere stärker ist wie ich, dann nehme ich was anderes. Schnelligkeit. Wenn die Katze zu schnell ist für mich, dann schalte ich mein Oberstübchen ein. Und diese Ratte im Vergleich zu den Katzen war einfach da. Die hat einfach gemerkt, naja, zu stark, dann werde ich schnell. Nutze ich meine Schnelligkeit. Die andere ist zu schnell, werde ich klug. Und sie hat eigentlich nur das genutzt, was sie gebraucht hat. Ohne Rechengerät und so.
Und im Leben ist es doch genauso. Je mehr wir das Leben verplanen mit gewissen Dingen, desto unlebhafter wird doch das Leben. Dann kann man eben nicht, ja, sich selbst finden oder eben wie die Katzen die Ratte fangen. Wenn man so in einer Form drinsteckt und das große Ganze eben nicht annähernd wahrnimmt. Und dann braucht man schlaue Menschen, Guru, sag mir, was ich tun soll, man verbeugt sich. Der Guru würde sagen, find selber raus. Ein richtiger Guru würde sagen, mach es selber. Er würde nicht sagen, du musst dies machen, du musst das machen. Der würde so dich anleiten, dass du lernen kannst. So wie man eben das kleine Kind nicht anlernt oder anweist, wie es zu gehen hat. Nein, es ist die innere Natur. Und der Guru zum Beispiel möchte, dass du die innere Natur, ja, erkennst. Und dann schaust, was ist für dich gut. Und dann lernst du. Wenn er sagt, der Guru macht es so und so, und man macht es so, dann lernt man nichts. Sondern man darf auch mal Fehler machen. Die alte Katze hatte auch vielleicht früher, wo sie jung war, Ratten mit Kraft oder mit Schnelligkeit jagen wollen. Das hat auch mal funktioniert. Aber eben bei manchen funktioniert es eben nicht so. Und im Leben auch, manche Dinge funktionieren, wenn man drüber nachdenkt, aber die meisten wirklichen Lebensthemen funktionieren so nicht zum Lösen. Da muss man einfach mal sein Hirn ausschalten, und das ist schon sehr schwierig, um dann einfach intuitiv zu wissen, so geht's und nicht anders. Das nennt man Gefühl, unter anderem. Das hat man oft sehr verlernt. Gefühl, Intuition sind auch wieder Worte, die oft gebraucht werden, aber manchmal eben auch aus dem Denken heraus. Intuition ist dies und das. Intuition würde sich selber nicht erklären wollen, sondern es ist der Impuls, der dann zu einer Handlung führt. Und diese Handlung ist immer gut. Nun denn, dann fangen wir mal die Ratten in unserem Leben, indem wir unseren Geist beruhigen. Danke fürs Zuhören, gerne meinen Kanal abonnieren, Markus Ritz, Zentrum für Yoga. Und das war der vierte Teil der Reihe Lehren aus den Kampfkünsten.